Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. So, Freunde der Sonne, wir verpassen jetzt ein M3, eine richtige Packung. Bis jetzt hat jeder hier eine Packung bekommen, außer der Tesla Plate. Tesla Plate, ja, was hat der? 1000 PS oder so? War ein bisschen schwierig. Ja, aber alles andere dürfte machbar sein. So Leute, willkommen bei Car Race. Mein Name ist Kamal Afse. Heute den M3 Competition gegen den Porsche Carrera GTS. Akram ist im Nebenwagen. Schon mal sehr gespannt, wie das Duell ausgehen wird. Wir haben 510 PS, er hat 480 PS, beide Turbo. Bin mal sehr, sehr gespannt, Heckantrieb. Und ja, ich bin soweit. Das war nicht so gut. Ja. Das war nicht so gut. Das machen wir alles nochmal. Das ist. Ich bin bereit. Los. Der davon zieht die ganze Zeit dahin, lässt nicht eine Sekunde in die Nähe kommen. Du musst ja Bescheid sagen, wenn ich lehnen darf, aber nicht. Ach so, alles gut, kein Problem. Ich kann das ja rausschneiden. Ich weiß, was ich meine. So, Rolly 50. Ja.
mal gespannt, ob das so passt oder nicht. Und los. Das eine können wir löschen, das können wir nehmen. Das war gut. Kopf an Kopf, ne? Würde ich sagen. Aber wirklich Kopf an Kopf. Sehr gut. Ja, das war jetzt wirklich wie eine sauber, Eins. Ja. So muss es sein. Sauber. Da kann keiner in die Kommentare schreiben, nee, die sind nicht gleich losgefahren. Also das war genau richtig. Genau richtig. Aber stark, Alter, dass er mit meinen mithält. Ja. Und das hat ja hier bisher noch nicht wirklich einer geschafft. Nee. Ja? Da hat wirklich noch keiner. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Das war nicht schlecht. Nicht schlecht von beiden, ey. Brutal, ey. So, Leute, das war das Duell Porsche Carrera GTS von Akram mit Akram in seinem Wagen gegen meine Person in den M3 Competition. War sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Die stehende Start hat der Porsche für sich entschieden, die Rollen ich für mich oder der BMW für sich. Und ja, abonniert unseren Kanal Car Race. Lasst einen Kommentar da, folgt uns und bis bald.